Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier Dr. Robert Kasten, Facharzt für Dermatologie in Mainz. Zum heutigen Video möchte ich Ihnen zeigen, wie wir einen Tunnel, also einen Ohrlochtunnel, wieder verschließen, sodass das Ohrläppchen wieder eine relativ normale Form bekommen kann. Ich werde Ihnen verraten, was man vor und nach so einer Operation beachten muss, ob man während dieser Behandlung Schmerzen hat, was ganz besonders bei dieser Operation ist und natürlich auch, wie viel so eine Operation kostet. Hier auf diesem Bild sieht man den Befund vor der Operation und hier direkt nach der Operation. Wir haben die Ohrläppchen mit einer sogenannten Sternlappenplastik verschlossen. Stern bedeutet hier die Form dieser speziellen Lappenverschlusstechnik. Was sollte man vor so einer Operation beachten? Wichtig ist, dass man nicht raucht, denn Rauchen führt zu einer schlechteren Wundheilung und dieser Effekt kann noch viele Stunden nach einer Zigarette anhalten. Wenn man blutverdünnende Arzneimittel nimmt, dann sollte man mit dem behandelnden Internisten absprechen, ob man die für eine gewisse Zeit aussetzen kann, einfach dass es während der Operation nicht so stark blutet. Nach der Operation sollte man für etwa 2 Wochen auf Schwimmbad, Sport und Sauna verzichten, damit die Wundheilung möglichst nicht gestört wird. Wenn man eine stark körperlich beanspruchende Tätigkeit hat, also eine Arbeit, bei der man sehr viel körperlich aktiv ist, dann muss man eventuell auch einige Zeit von dieser Arbeit fernbleiben. Mit welchen Schmerzen muss ich rechnen? Nun, die Behandlung erfolgt in örtlicher Betäubung, sodass sie selbst, die Behandlung, schmerzfrei ist. Man kann allenfalls ein leichtes Drücken oder vielleicht ein Ziehen spüren. Nach der Behandlung können manchmal Schmerzen auftreten, die man fast immer sehr gut mit Ibuprofen in den Griff bekommen kann, wenn man dieses Arzneimittel gut verträgt. Ansonsten gibt es natürlich auch Alternativen. Im Allgemeinen kann man sagen, dass keine großen Schmerzen nach so einer Operation auftreten. Eine Sache ist allerdings ungewohnt für viele. Und zwar hört man die Operation natürlich, weil wir direkt im Bereich des Ohres behandeln. Wir haben gute Musik im OP und man kann sich auch unterhalten, sodass es für die allermeisten dann kein großes Problem ist. Müssen Fäden gezogen werden? Wir verwenden bei dieser Operation nur Nahtmaterial, was sich von selbst auflöst. In der Tiefe Fäden, die sich innerhalb von etwa 3 Monaten auflösen. Und an der Oberfläche ein Nahtmaterial, was sich innerhalb von einigen Wochen auflöst. Wir machen einen Kontrolltermin und entfernen schon einen Teil des Nahtmaterials nach etwa 10 bis 14 Tagen, damit die Narbenbildung im sichtbaren Bereich des Ohrläppchens weniger stark ausfällt, damit es ein kosmetisch besseres Ergebnis gibt. Eine weitere Frage beschäftigt viele unserer Patienten, und zwar ist die Frage, ob man nach so einem Verschluss wieder neue Ohrlöcher stechen lassen kann. Prinzipiell ist das möglich. Wir empfehlen aber, dass man etwa mindestens 3 bis 6 Monate abwartet, damit die Wundheilung besser fortschreiten kann und nicht in einem frühen Stadium gestört wird. Wie viel kostet so eine Operation? Wir haben die Preise auf unserer Website veröffentlicht. Den Link geben wir unten in der Beschreibung an. Bitte posten Sie Ihre Kommentare hier unter diesem Video. Ich freue mich, von Ihnen zu lesen. Viele Grüße aus Mainz, Ihr Dr. Robert Kasten.